überirdische Heilkräfte nach verehrten ihn als einen Gesandten Gottes, andere hielten ihn für einen sexbesessenen Hochstapler. Als Wanderprediger und Wunderdoktor kam Rasputin 1904 an den Zarenhof in St. Petersburg und rettete den schwerkranken Thronfolger. Doch sein Einfluss auf die Zarenfamilie und ihre Politik wurden ihm zum Verhängnis. Er starb einen dreifachen Tod. Auch in der heutigen Sendung von Sphinx sollten Sie gut hinschauen und hinhören, denn am Ende wird wieder eine Frage zum Gewinnspiel gestellt. Kleiner Tipp, achten Sie auf den Thronfolger. Und wenn Sie über Rasputin und die anderen Geheimnisse der Geschichte nachlesen möchten, ein Begleitbuch gibt's im Handel. St. Petersburg, 19. Dezember 1916. Ein Seitenarm der Neva. Unter dem Eis hat die Polizei einen menschlichen Körper entdeckt. Es gibt konkrete Vermutungen. Schon seit Tagen wird ein Prominenter vermisst, ein Freund der Zarin, einer, dem man überirdische Kräfte nachsagt und zugleich einen unersättlichen Sexualtrieb. Ein Mann, über den man sich noch heute das Maul zerreißt. Sein Name? Grigori Jefimowitsch Rasputin. Rasputins ausschweifendes Leben und sein Einfluss am Hofe waren der Petersburger Gesellschaft viele Gerüchte wert. Aber musste er deshalb als Wasserleiche enden? Als der Leichnam im Czesma Militärhospital obduziert wird, stoßen die Ärzte auf neue Geheimnisse. Am Körper schwere Schussverletzungen, offensichtlich Mord. In der Lunge aber finden sich Wasser und Algen, doch nur ertrunken? Was war geschehen? Wer war dieser Mann? Und da gab es vor allem diese rätselhafte Weissagung kurz vor seinem Tod. Wenn ich sterbe, hatte Rasputin orakelt, verliert der Zar seine Krone. Es kam noch viel schlimmer. Rasputin war 1904 als einfacher Bauer aus Sibirien nach Petersburg gekommen. Seitdem fühlte er ein schicksalhaftes Band zwischen sich und der Herrscherfamilie hinter den Fenstern des Winterpalais. Dort wurde kurze Zeit später ein Thronfolger geboren. Nur mit Hilfe Rasputins, so heißt es, habe dieses Kind leben können. Später wird die ganze Zarensippe dem Mann aus Sibirien in einen grausamen Tod folgen. Die geheimnisvolle Geschichte beginnt weit weg hinter dem Ural, wo sich die sibirische Steppe endlos nach Osten hin öffnet. Am Flusslauf der Tura liegt hier das kleine Dorf Pokrowskoje. Grigori Jefimowitsch Rasputin, auf Deutsch der Wüstling, kommt als erstes Kind des Bauern Jefim und dessen Frau Anna zur Welt in einem der typischen Holzhäuser. Wie eine Urkunde belegt, am 10. Januar 1869. Obwohl es Rasputins Familie noch vergleichsweise gut geht, sterben seine Geschwister früh, ebenso die Mutter. In Russland ist das Landleben zu dieser Zeit ein Leben in Dumpfheit und Abhängigkeit, Armut und Krankheit, Glauben und Aberglauben. Die Leibeigenschaft hatte der Zar offiziell aufheben müssen, aber es blieb eine Scheinbefreiung. Die russischen Bauern erhalten nur wenig Boden als Teil eines dörflichen Kollektivbesitzes. Und selbst dafür müssen sie jahrzehntelang Unsummen als Ablöse zahlen.
Auch Rasputins Heimatdorf ist ohne Hoffnung. Einzige Lichtblicke in einer Wüste von Rückständigkeit sind für Pokrowskoje der Wodka und eine Durchgangsstraße, die die nächstgrößeren Städte Tjumenje und Tobolsk miteinander verbindet. Pokrowskoje, jenseits des Ural, ist schon Asien. Hier gibt es genügend Land und Menschen, die nur als Zahl interessieren. Sibirien ist zur Zarenzeit Verbannungsort. Im europäischen Teil der Großmacht Russland, zumal in seiner Hauptstadt St. Petersburg, 2000 Kilometer westwärts, ist die Welt eine andere. Unter dem Doppeladler herrscht die Zarendynastie der Romanows auf bewährte Art. Autokratisch, schrankenlos und von Gottes Gnaden. Gemessen an seinen pompösen Fassaden, an denen sich Generationen italienischer und anderer Baumeister ausgetobt haben, ist Petersburg eine Metropole auf Weltniveau. Die Stadt an der Neva besitzt einen verführerischen Glanz. Doch der Schein trügt. Noch lebt und prasst zwischen Marmor, Blattgold und Rastrelli-Spiegeln eine kleine Oberschicht nahezu unbehelligt von einem Volk, in dem der revolutionäre Funke keimt. Geblendet von all dem Tand kann die höfische Gesellschaft nicht wissen, dass sie auf einem Vulkan tanzt. . 1868 wird dem Zaren Alexander III., der das Land selbstherrlich mit eiserner Knute regiert, der Thronfolger Nikolai geboren. Ausgerechnet am Gedenktag des heiligen Hiob. Ein böses Omen? Jahre später wird sich Nikolais Weg mit dem des sibirischen Bauernsohns Rasputin auf tragische Weise kreuzen. Rasputin lernt weder lesen noch schreiben. Aber er betet gern und hat die Neigung, Dinge zu erraten. Er schlägt die Zeit mit Wodka tot, randaliert und jagt die Mädchen im Dorf. Es kommt zu Anzeigen. Ein polizeiliches Dossier beschreibt den jungen Wüstling. 1,82 Meter groß, Haare hell und strähnig, Gesicht länglich, Nase durchschnittlich, Vollbart, Typ russisch, Blässe im Gesicht, tiefliegende, große, wässrige Augen. Prophetisch? Irgendwann übertreibt es Rasputin. Ein Verfahren ist anhängig, Verbannung droht. Er flieht aus Pokrowskoje und geht auf Wanderschaft. Auf der Suche nach wahrem Heil und wahrer Erkenntnis. Später rankt sich um diese Wanderschaft eine Legende. Mitten auf dem Feld sei ihm im blendenden Sonnenlicht die Jungfrau Maria erschienen. Ein Zeichen der Erleuchtung. Und noch andere, geheimnisvoll bedrückende Visionen will Rasputin immer wieder gehabt haben. Rasputins Wanderschaft ist lang und entbehrungsreich. Er hungert, dürstet, lebt wochenlang nur auf sich gestellt. Die Natur wird ihm Freund und Tröster. Ich ging Flüsse entlang und in der Natur fand ich Trost und Ruhe und dachte dabei an den Erlöser. Die Natur lehrte mich, Gott zu lieben und mit ihm zu sprechen. Viel kann die Natur lehren in ihrer Weisheit. Und erst der Frühling. Der Frühling bedeutet ein großes Fest für den glaubenden Menschen. Wie sich alles auf dem Feld öffnet und der helle Mai sich schmückt, so ergeht es auch dem Menschen, der Gott folgt. Denn auch seine Seele entfaltet sich wie die Natur im Mai. Rasputin fühlt sich Gott ganz nah. Als er eines Tages im Abendlicht die Dächer des berühmten Klosters Abalak erblickt, erscheinen sie ihm wie bestätigende